Servus und Hallo, sagt der DJ Nick. Herzlich willkommen bei Big Ambitions und einer neuen Folge. Ja, ich habe direkt auf der Straße stehend, habe ich das letzte Mal Schluss gemacht, weil ja so viel zu tun ist. Wir haben die Lieferung für den einen Nix-Laden noch gemacht. Jetzt müssen wir erst Arbeitsvertretung machen. Dann haben wir das Wochenende. Es ist volles Haus und ich tendiere trotzdem dazu, schon mal unsere noch nicht ganz fertige, wie heißt es, Ruth, glaube ich, ist es am Wochenende schon mal neu zum Stehen und danach mit der Ausbildung fortzuführen. Ich glaube, ganz genau so darf man es sowieso nicht nehmen. Das reguliert sich sowieso alles. Okay, also jetzt geht es weiter. Pause raus, rein und jetzt muss ich nur mal schauen, der Sack war wo eigentlich genau? In nix Gifts, oder? Sitzt der. Siehst du, das wüsste ich gar nicht. Das kommt dann davor, wenn man dann auf einmal so viel Mitarbeiter hat. Ja, in nix Gifts, in unserem Basisladen. Der ist dann hier. War ja unser erster Laden. Genau. Also eigentlich fahren wir heim. Ja, dann fahren wir heim und wir übernehmen ab 3. Das müsste jetzt gerade so hinhauen. Komm, steig ein. Übernehmen ab 3 die Nachmittagsschicht. Ja, ja, wir sind ein braver Chef. Freilich müssen wir das mal machen. Ich frage mich sowieso jetzt schon, wie das dann so ein Personalchef macht, wenn wir keine Arbeiter haben. Wie wird dann einfach der Laden zugemacht? Werden wir sehen. Das ist auch eine spannende Geschichte. Wird knapp. Wow. Das ist jetzt immer knapp geworden. Oh Mann. I'm so sorry. Oh. Muss ich echt ein bisschen aufpassen, jetzt hat es mir ganz schön Prozente abgezogen. Ach komm, jetzt ist ja alles vollgepackt. Das gibt es ja nicht. Ah Mist, das hat jetzt ganz schön gekostet. Macht nichts. Ja, jetzt haben wir es gut noch geschafft. Gut, dann. Wie schaut es denn da eigentlich so aus mit dem Lagerbestand? Wir haben noch ein paar Sekunden, können wir mal reinschauen. Ja, das schaut alles ganz okay aus auf den ersten Blick. Es ist noch da, es kommt dann eh die neue Ladung. Alles okay. Und irgendwann kann man dann bei der Lieferung eben, wenn man dann zu viel im Lager hat, mal einen Karton über den Weg ziehen. Dann neutralisiert sie das wieder oder man hat bis dahin dann eben dann doch endlich seinen, ich weiß gar nicht, wie der heißt richtig, das werden wir dann auch feststellen. Müssen wir dann die Leiter mal einstellen. So, wie schaut's aus? Ah, ist noch ein bisschen. Können wir mal ganz kurz so schnell, achso, dann geht die Zeit wieder nicht weiter. Also da haben wir überall 100%. Da können wir noch nichts haben. Wie schaut es im Kaffee aus? Da haben wir das mit der Preisgestaltung, aber das Kaffee brummt ohne Ende. Ein Wahnsinn, haben trotzdem keine Einnahme. Ich will mich jetzt damit gar nicht beschäftigen. Ich muss jetzt erst einmal auf die lange Bank schauen, weil. Naja, sag einmal, bin ich jetzt. Und das schaut eigentlich auch ganz gut aus. Kundenservice 97%. Warum? Weil irgendjemand nicht komplett ausgebildet ist, glaube ich. Gell? Ja, kann sein. Möglich. Ist möglich. Oh, da sind wir noch preiswert. Denk. Füllt der jetzt, wenn sie geht, füllt sie den Laden auf? Die offenen Regale. Wenn wir jetzt gleich sehen. 15 Uhr hat Schluss. Wir tun mal so, als würden wir auch was einkaufen. Wir kaufen. Ah, sie hat aber nicht aufgefüllt. Okay, macht nichts. So. Ja, müssen wir selber die Vertretung machen. Hilft ja nichts. Und dann schalten wir mal auf schnell. Das können wir jetzt. Hurra. Dann geht was vorwärts. Halt.
Ja, jetzt ist soweit. Jetzt kommt Fehler machen. Die Ruth war unsere Teilzeit. Die ist noch nicht ganz fertig. Die wird jetzt nix. War ich jetzt richtig? Nix Gifts, Murrays zugewiesen. Und zwar am Wochenende. Und jetzt muss ich leider mal wieder die berühmte nachschauen. Teilzeit 30 Stunden. Jawohl. Ist es etwas unwahrscheinlich, dass sie 15 Stunden am Tag arbeitet, aber das muss ich jetzt diesen Grund genommen, es ist unrealistisch, aber das muss ich jetzt einfach mal nutzen. So, die Ruth Walker, Samstag, Walker. Ja, und dann hat sie 30 Stunden, arbeitet nur Samstag, Sonntag. Und dann darf ich nicht vergessen, sie am Montag nochmal auf Lehrgang zu schicken. Gut. Okay, gut, passt soweit. Kann es weitergehen? Ach so, heute, mei, bin ja so blöd. Ja, die anderen Mitarbeiter müssen wir natürlich schon weiterschicken. Das hätte ich beinahe vergessen. So, hier die Maya. Jawohl, jetzt stimmt's. Jetzt kann es weitergehen. Da drin in dem Regal. Oh, 6 Stück. 9 Stück. Wird jetzt noch reicher, oder? Vier Stück. Oh. Sind die jetzt gegangen, ohne zu bezahlen? Jetzt habe ich es nicht gesehen. Gut, dann können wir aber jetzt auch wieder auf Schnell schalten. Also, wir müssen halt einfach immer schauen, jetzt am Anfang noch, was am Anfang, mittlerweile sind wir ja wirklich schon gut unterwegs, aber man muss natürlich schon schauen, dass immer der Rubel rollt. Ganz so viel verdienen wir noch nicht. Irgendwann werden wir ja doch einmal in den Millionen sein, da ist es uns dann scheißegal, aber jetzt im Moment ist es mir noch nicht egal, ich will schon alles rausholen, was geht und das konzeptionell richtig machen. Und ja, 16.500, das ist doch. Jetzt hat sich der nächste krank gemeldet. Ich krieg meine Krise. Ach, das darf er wohl echt nicht wahr sein. Oder ist es immer nur der gleiche? Zachary Bell hat sich so am Samstag. Wieso arbeitet denn der eigentlich nicht die 15 Stunden? Stellen. Ah, okay, gut. Ja, dann. Das heißt also, wir bleiben da, weil er morgen nicht kommt. Ja gut, wir haben echt gut verdient im Moment, schaut es echt gut aus. Wir bleiben da, die Putzfrau kommt aber oder die Putzkraft kommt. Also wir werden, dann füllen wir jetzt hier gleich die Regale auf. Eure Blumen, hier haben wir ein tolles Geschenk.
Hier haben wir, füllen wir auch neu auf. Preiswertes Geschenk. Hier haben wir gleich ordentlich preiswerte Blumen. So, alles klar, aufgefüllt ist. Wir sind fertig, wir müssen nichts tun. Es ist 1 Uhr nachts, wir müssen eigentlich nur noch heimgehen und dann halt morgen die 15-Stunden-Schicht machen. Ja, weil ich hilft dir ja nichts. Die geht los wann? Habe ich nicht nachgeschaut. Wann? 7 Uhr. Puh, okay. Aber wir müssen ja noch nur ums Eck gehen. Das heißt, wir können, ui, nicht einmal so lange schlafen. Dann wird es wahrscheinlich nicht reichen. Dann wird es wahrscheinlich nicht reichen. Ist der ganz voll? Ja, ist er. Okay. Essen auch ganz voll. Gut, dann stellen wir mal rein und machen Schluss. Machen einfach dann Schluss, wenn wir keine Kraft mehr haben. Ich weiß nicht, ob unsere Kraft jetzt so lange anhält, 15 Stunden. Bezweifle es. Ob jetzt meldet sich jetzt wieder einer krank. Naja, aber je mehr Mitarbeiter das machen, umso mehr sind die Chancen, dass sich die Leute halt eben krank melden. Ne? Das ist halt einmal so. Bringen Sie ein bisschen Musik um. Gut, aber in der Früh kommt aber keiner. Ich habe um 7, 6, 7 in der Früh will noch keine Geschenke kaufen. So, jetzt kommen die ersten. So, Moment mal. Ich glaube, ich habe Getränke. Ja, ist noch fast voll. Ach so, und was ich auch nachschauen wollte. Nee, heute, ich habe ja gesagt, die Lieferung kommt morgen, gell? Von Samstag auf Sonntag, richtig. Richtig. Kaffee läuft nicht. Hummer zu wenig Kleid, beziehungsweise es ist eigentlich rammelvoll, aber die Einnahmen reichen nicht. Warum ist mir unklar, muss man mal schauen. Ja, es geht alles schon wieder aus, morgen sind die Donuts schon wieder aus. Meine Fresse, echt. Ja, ein Wahnsinn. Am Donnerstag soll erst die Lieferung kommen. Das geht ja nie. Also ich habe keine Ahnung, echt nicht, was ich da falsch gemacht habe. Das müsste man nochmal ändern. Das Ganze müssen wir abblasen und müssen da was anderes machen. Vielleicht bauen wir da auch Wein und Spirituosen. Hilft jetzt nichts. So kann es nicht weitergehen. Naja, es reicht jetzt noch. Becher Kaffee 1080 in 7 Tagen. Okay, es reicht jetzt noch, wenn ich es richtig rechne. Ja, gut, okay, das reicht jetzt wirklich noch, aber müssten wir uns echt was überlegen. Wollten wir überhaupt nicht mit dem Kaffee. Es liegt mir irgendwie schwer im Magen mittlerweile. Wenn wir da bekommen, Kunden, die 25 Dollar ist gut. Teilzeit. Was habe ich gesagt, brauchen wir? Brauche aber im Moment Vollzeit. Eine Vollzeitkraft brauchen wir noch. Ach Mann. Bekommen wir jetzt doch nur Zeit Teilzeitler? Eine Vollzeitkraft. Gut, ist so, nützt jetzt nichts. Wollten wir alles nicht so. Also, ja, das mit dem Kaffee, ohne Schmarrn, das liegt mir echt im Magen. Ärgert mir ein bisschen. Hätte auf euch hören sollen, aber jetzt konnte ich noch dreimal sagen, es ist so. Und ich finde, andererseits ist das schon ganz cool, man muss halt sich mit den Umständen anfreunden und schauen, dass man das Beste draus macht. Und ich denke, das Beste draus machen heißt, das ganze Ding einstellen, einlagern irgendwo. Da haben wir ja ein Lager, die ganzen Möbel und das alles einfach mal einpacken und einlagern und was anderes machen dabei. Ja, klar. Das müsste man auch an einem Tag machen, weil die Leute hätten wir ja auch.
Industriekaffeemaschine gibt bald ihr Vorrat an Becher Kaffee aus. Ja. Aha, tatsächlich. Tatsächlich, ja. Das ist eben das. Was machen wir? Wir lassen das Ganze jetzt gleich sein. Ich würde das jetzt tatsächlich noch, bevor die Steuer kommt, machen, weil das macht echt keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Ich weiß ja nicht, warum wir auf einmal jetzt wieder so wenig verdienen. Haben schon mal mehr verdient. Und hier sieht man es verglichen mit vorigen, der Umsatz ist wieder zum komplett zurückgegangen. Konnte es nur daran liegen, dass man den Preis. Konnte doch nicht sein, oder? Ich meine, wir können das jetzt nochmal testen. Davor war jetzt Zeitplan. Was sonntags eigentlich. Bin ich da bloß auf den Knopf gekommen, oder? Anscheinend. Okay. Ja, ich bin echt unschlüssig. Ich bin echt unschlüssig. Wir hätten die vollen Arbeitskräfte eigentlich da. Wir könnten es eigentlich ändern. Könnten es eigentlich ändern und müsste man eigentlich gleich machen. Also es war ein Versuch. Dann ist die Frage, ob wir nicht, oder beziehungsweise was wir dann statt dem Kaffee machen. Und vielleicht, und das ist jetzt ein Wagnis, weil ich weiß ja auch nicht, ob das Wein und Zigarren geht. Das ist was für Stadtteil. Nochmal, hier sind wir jetzt in, das ist ja nicht Murray Hill, sondern das ist ja hier noch Garment District. Und da können wir dann einmal nachschauen im Economic, wo ist das genau? Marketing Insider. Garment District, Nachfrage, Schmuck, Pommes, Tiefkühlkost, Pizza, Zigarre, geht so go. Oder Wein? Wein. Es gibt vier Unternehmen. Ja, das ist halt auch schon. Ah, oh Mann, echt. Oder neuer Geschäftsladen aufmacht. Garment ist. Bin unschlüssig. Aber ich meine, mit dem Kaffee kann es ja nicht weitergehen. Das ist ja ein Wahnsinn. Das ist ja ein Wahnsinn. Eigentlich müsste man dieses Experiment eigentlich wirklich gleich abbrechen. Wir haben brutalen Hunger. Wir müssen eigentlich hier jetzt auch abbrechen. Hilft nichts. Das ist. Hilft nichts. Ja, geht ihr mal jetzt noch auf die letzten. Ja, auf die. Das gescheit ausgebildete Leute haben. So. Dann. Ja, da kommt halt die Lieferung. Das sollte dann
einigermaßen passen. Könnte man ein bisschen weniger abstellen, aber ich denke, es ist okay jetzt mal. Okay, werde ich mir jetzt noch überlegen. Jetzt sind wir erst einmal hier fertig. Ich hoffe, dass der Zachary morgen kommt. Wir müssen leider was essen. Es hilft nichts, weil sonst machen wir im Krankenhaus wieder auf. So, jetzt mache ich auch nicht noch mehr auf. Das macht keinen Sinn. Jawohl, wir könnten uns ja eigentlich. Hätten wir eigentlich jetzt nur. Habe ich wieder vergessen, dass wir eigentlich direkt nebenan sind. Und macht er jetzt nichts. Mach wieder auf bis um 22 Uhr. Teilen wir uns nochmal selber ein. Nehmen wir das Geld noch mit, was jetzt noch kommt. Dann haben wir morgen Sonntag. Und dann beenden wir dieses Experiment Kaffee. Ja, das mache ich auch. Ich habe mich da jetzt, das liegt mir zu sehr auf der Magenwand und dann werden wir nochmal überlegen, was wir da vielleicht machen könnten. Vielleicht machen wir tatsächlich noch Wein und Zigarre. Jetzt weiß ich halt leider nicht, ob das gut geht. Ne? Das ist ja immer die Frage. Ich gehe mal schon davon aus, dass wir da zumindest irgendwie was verdienen dran an der ganzen Geschichte. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Ah, gut. Gut, dass wir die Kunden jetzt doch noch mitgenommen haben. Jetzt geht uns auch langsam die Energie aus. So, jetzt können wir nur noch heimschleichen, oder? Jetzt schafft man es gerade noch so. Schafft man es gerade noch so, dass wir uns dann nochmal Abendessen und dass wir uns dann hinlegen können und dann den weiteren Plan überlegen. Und das machen wir jetzt gleich, weil, was ist denn er schon wieder? Hat er jetzt nochmal was geschickt? Oh, jetzt Teilzeit hoch, günstig. STK, sehr gut. Wir brauchen nur eine Vollzeitkraft, haben wir gesagt, gell? Ach, Teilzeit. Ja, die wissen wir doch schon. Also, die haben wir doch vorher schon angeschaut. Oder bloß, dass das blöde Ding nicht wegmacht. Okay, verstehe. Ja, jetzt ja, ganz in Ruhe überlegen. Meine Zigars muss warten. Murray. Hoffentlich folgt jetzt nicht wieder jemand. Die Ruth Walker ist da, hat heute schon den ersten Arbeitstag praktisch gehabt, hat morgen einen zweiten Arbeit. Okay, passt soweit. Hat noch nicht den vollen Kundendienst, machen wir ab Montag, darf ich nicht vergessen. Lieferung, nix Gift kommt. Braucht echt, also langsam braucht man echt ein Personal. Einen Lieferchef oder sonst irgendwie nichts Lieferung kommt. Okay, das schaut nicht mehr so gut aus, aber okay, kommt diese Woche, muss man uns jetzt, also kommt jetzt über Nacht. Schauen wir nochmal, ob es auch wirklich eingeschalten ist. Ja, genau. Kommt Sonntag, also von Samstag auf Sonntag, passt. 11.000 Dollar, gut. Dann, ja, müssen wir uns eigentlich noch nicht um so viel kümmern. Und das deshalb jetzt die Frage, beenden wir das Experiment nix Kaffee? Sollten wir eigentlich, es macht keinen Sinn, wenn wir keine Einnahmen generieren und es ist fast auf 100%, ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwas ändert, wenn wir da jetzt, also das Konzept ist nicht aufgegangen. Das heißt, wir werden das Experiment beenden und deshalb die Frage, was machen wir stattdessen? Wir müssen das ziemlich schnell machen, weil sonst hauen uns die Mitarbeiter ab. Ich glaube, nur 2 oder 3 Tage ohne Arbeit warten die. Und das bedeutet, wir müssten viel einkaufen und das gleich einrichten. Ich meine, wir hätten zumindest gleich die vollen Mitarbeiter. Wir können das also sofort auf die Beine stellen. Jetzt ist halt nur noch die Frage, was?
Und da der Laden schon steht, wissen wir also, wir müssen im Garment-Distrikt nachschauen, was sich anbietet. Also, Donuts kommen nicht in Frage. Schmuck, für Schmuck haben wir nur zu wenig Geld. Schmuck ist brutal teuer. Und der teure Schmuck rankt jetzt auch nicht gerade weit oben. Gut, die Weinflasche nur weiter unten. Aber teurer Schmuck ist auch im Kommen. Was kostet der Schmuck? Richten wir einen Schmuckladen ein? Haben wir da Probleme irgendwie mit Überfälle oder sonst irgendwie? Na, bestimmt nicht, oder? Wollen wir es mit dem Schmuckladen probieren? Vor allen Dingen gibt es da nur ein Unternehmen. Und es wäre natürlich ein Wagnis, aber, und jetzt kommt eigentlich was, was uns in die Karten spielt. Wenn wir jetzt dann, jetzt ist dann 100, Tag 112, wir haben also noch 8 Tage bis zur Steuer. Da sollten wir so wenig Geld wie möglich haben, ja, tatsächlich. Also könnte man das mit dem Schmuck doch probieren. Wie macht man das jetzt? Nix Kaffee? Irgendwo kann man doch das Unternehmen zumachen. Unternehmen aufgeben. So. Ist es jetzt weg, oder? Es ist leerstehend, aber ich hoffe, dass das Zeug jetzt noch alles da ist. Ah, jetzt hört es bloß auf, Herr. Na gut, jetzt legen wir uns erstmal hier eins am anderen. So. Naja, hat natürlich jetzt ganz schön Geld abgezogen, weil natürlich. Und jetzt. Wo ist das Auto? Und dann müssen wir uns jetzt das schauen wir uns das. Jetzt hoffe ich aber nicht, dass die ganze Ware weg ist. Das kann ja eigentlich nicht sein. Das sehen wir in der nächsten Ausgabe, ihr Lieben. Spannend. Also, Nix Café hat gehört der Vergangenheit an. Und ja, jetzt hoffe ich echt nicht, dass das alles. Das will ich jetzt gleich wissen. Sorry, da kann ich jetzt nicht warten. Das macht mich jetzt wahnsinnig und ihr werdet es jetzt doch. Es gibt keinen Cliffhanger, das war jetzt unfair, sondern ihr werdet es jetzt. Oh Mann, alter Schwede. Ihr werdet es jetzt gleich mitkriegen. Das lasst mir jetzt keine Ruhe. Eigentlich dürfte das doch jetzt nicht weg sein, oder? Das kann ja jetzt nicht sein, das wäre ja wahnsinnig viel Geld. Nein, was macht? Er hat nein. So, ja, es ist noch alles da. Okay, gut. Ah, da bin ich schon beruhigt. Ja, dann müssen wir den Laden ändern. Und zwar ziemlich flugs. Und dann machen wir da einen Schmuckladen draus. Hilft ja nichts. Wollen wir alles verkaufen? Wir haben kein Lager. Wir werden bestimmt wahnsinnig wenig Geld dafür kriegen. Wie ist denn das hier mit der Kaffeemaschine zum Beispiel? Kannst Regal oder Lagerwaren verpacken. Ich will ja nicht die. Nein, ich will ihn auch nicht entsorgen. Das ist kein Regal oder Lagerware. Was redst du denn? Ach so, okay. Moment, Moment, Moment. Mal Pause hier. Undefiniert, so jetzt und jetzt können wir ihn nehmen. Okay. Jetzt können wir das doch. So viel Zeig, schaut euch mal das an. Stellt das mal da ab. Irgendwo. Jetzt. Ja. Eieiei. Auch ein, ja, also eine Auflösung ist halt schon teuer. Also die ganzen Geräte würde, könnte,
Kaffeemaschine verpackt. Aha, die können wir aber nicht mehr verkaufen, so wenn ich das jetzt richtig sehe. Wir können nur die Ware verkaufen. Verkauft das jetzt alles. Ist egal. Alles können wir nicht verkaufen auf einmal. Ja, wir sind in der Zeit schon drüber. Das will ich euch jetzt nicht mehr antun. Ich werde das jetzt alles verkaufen. Dann machen wir Schluss. Und dann werden wir uns in der nächsten Folge. Eieiei, es geht drunter drüber. Dann machen wir uns gleich dran. Und werden dann hier. Ja, dann machen wir halt einfach den Schmuckladen. Und dann hoffen wir. Da haben wir schon alles, die Mitarbeiter haben wir alle. Da müsste das eigentlich ruckzuck gehen. Hoffe ich doch. Stelle ich mir so vor. Werden wir dann schon sehen. Wir werden sehen. Ich finde es cool, weil das ist jetzt mal eine ganz neue Aktion. Danke fürs Zuschauen, sagt der DJ Nick. Auch schaut das nächste Mal wieder rein. Es ist hochspannend im Moment. Und ich freue mich, wenn ihr mit dabei seid. Und für ein Like und für ein Abo, ihr wisst es ja, ich freue mich immer wahnsinnig. Ein Abo bringt mir unheimlich viel, deswegen lasst mir doch mal eins da, falls ihr noch nicht abonniert habt. Bis zum nächsten Mal. Danke, sagt der DJ Nick. Bleibt gesund. Servus. Pfiat euch.